Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von uns für euch. Und zwar handelt es sich hier um das Spiel. Man kann es jetzt nicht im Startbildschirm sehen. Ihr könnt ja mal raten, was es sein könnte. Nein, wir verraten es euch natürlich. Die Frau Angel sitzt nämlich auch hier neben mir. Wir spielen für euch das Spiel The Vanishing of Ethan Carter. Ein unglaublich geiles Spiel. Ihr wisst ja, ich bin so eine kleine Grafikschlampe. Und da habe ich mir gedacht, das Spiel muss ich auf jeden Fall haben. Kleine. Ja, von mir aus noch eine große. Und das Spiel muss ich auf jeden Fall haben. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es in dem Spiel geht. Ich weiß nur, irgendwie ist ein kleiner Junge namens Ethan Carter verschwunden. Und wir spielen irgendwie einen Detektiv mit übersinnlichen Fähigkeiten, der den Jungen finden muss. Mehr von dem Spiel kann ich euch einfach nicht sagen, worum es hier geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie, was für eine Art von Spiel das ist. Ich weiß nur, es spielt in der Ego-Perspektive. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Du auch? Ja. Gut, los geht's. Sind Sie sicher, will ich? Ich habe es einmal ganz kurz angetestet. Ja, ja. Ja, ist so, ich muss ja testen, ob es funktioniert. Ich spiele es übrigens mit dem Xbox-Controller. Und ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Die Grafik, die soll auf jeden Fall unglaublich gut sein. Also die Grafik ist jetzt mal Bombe. Ja, drei Striche. Jetzt sind zwei, jetzt sind es drei. Es lädt auf jeden Fall sehr lange. Ja. Schick. Ah, da ist der nächste Punkt. Ja? Fängt gut an. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ja, und darum geht's. Der Hauptcharakter, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ja, wie wir heißen, das sind wir. Und guckt euch mal diese unglaublich gute Grafik an. Das ist einfach der Wahnsinn. Also ich habe selten ein Spiel, vor allen Dingen, man muss dazu sagen, das ist ein Spiel von einer Indie-Entwicklerfirma. Ich hoffe, wir sind auch laut genug, nicht, dass der Ton da irgendwie zu laut ist vom Spiel. Auf jeden Fall ist das ein unglaubliches Spiel dafür, dass es vom Indie-Entwickler ist. Das ist von denen, wie nennen die sich, die The Astronauts. Habe ich so selber noch nie was von gehört, aber ist schon richtig cool. Also wenn ihr da mal gucken wollt, was die Astronauts so alles haben oder was es da so alles gibt auf der Internetseite, ich verlinke euch das ja immer unter den Parts. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Man hat am Anfang auch lesen können, von wegen, dass das Spiel uns nicht an die Hand nimmt. Wir müssen uns also alles selber herausfinden. Aha. Und da bin ich mal echt gespannt drauf. Dann geht die wilde Suche jetzt mal los, wa? Also ich würde sagen, bevor wir hier den Bahnsheet folgen, gucken wir uns erstmal um, wa? Ja. Boah. Hoppala. Das fängt schon heftig an. Das war fies. Ich hoffe, das ist kein Gruselspiel. Fühlen, halten, Ach, das muss wohl das... Boah, das ist ganz schön laut bei mir auf dem Ohr. Ist das dir das nicht zu laut? Nö, bei mir ist gerade richtig. Okay, ich hoffe, dass das jetzt nicht... ich hoffe wirklich, man hört uns gut. Also wir müssen auf jeden Fall gleich mal Probe gucken nach dem ersten Part. Also das scheint auf jeden Fall diese übernatürliche Kraft von dem zu sein, wovon ich gerade schon erzählt habe. Aber das sah schon irgendwie... Was ist denn das eigentlich, was wir da sehen? Das sieht aus wie Knochen. Ja, Knochen, ne? Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Na, ich bin gespannt. Ich ahne Schreckliches für das Spiel, ey. Wenn das wirklich ein Gruselspiel ist, bei der Grafik... Dann scheißt du dir in die Hose, ne? Oh Gott, da muss ich, glaube ich, zweimal den Part die Hose wechseln. So,
So, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Oh, Blümeleins. Aber was hatte das gerade mit der Falle auf sich? Weiß ich nicht. Das sieht auch... ist das sowas wie ein Tutorial oder so. Ei, meine Güte. Hast du dich jetzt erschreckt? Hast du dich erschreckt? Nein, nicht direkt. Was haben wir denn hier? Ich jetzt nicht mit gerechnet. Ach, guck mal, das Teil von unten sehen wir auch noch. Ja. Ach, ich gehe mal davon aus, dass man hier mehrere Sachen finden muss. Das könnte bevor sein. Man das komplette Bild sehen kann. Ja. Also gut, das ist... eine Falle. So. Ist da was drin? Nö, ne? Ne. Da ist was Rotes drin. Hä? Wo siehst du da was Rotes? Oder? Ach nee, das ist der Ast, der sieht nur so rot aus. Ich wollte gerade sagen. Weil der im Dunkeln liegt. Nicht, dass das ein blutiger Stock war. Aber auch so die Details hier, das ist unglaublich gut. Wir nehmen übrigens diesmal nicht am Stück auf. Wir machen dieses Mal Parts extra für euch, damit wir dann auch uns so ordentlich von euch verabschieden können, da es sich halt hier um ein Indie-Spiel handelt, was nicht ganz so lange dauern wird. Haben wir uns gedacht, machen wir da mal extra Parts raus. Lass mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben, bevor ich hier... Da hinten ist die Falle, die wir vorhin schon gesehen haben. Ja. Boah, dieses Knirschen von den Bäumen, ne? Das ist krass gemacht, ne? Mhm. Wobei, ich höre das jetzt nicht mehr so deutlich, weil ich den Ton mir relativ leise gestellt habe. Oh! Das geht schon los, ey. Aber fiese Fallen, ey. Ob die uns auch verletzen können oder was? Ich weiß nicht. Boah, aber da habe ich mich jetzt auch erschreckt. Die gehen relativ schnell los, oder früh. Ja. Dann haben wir den hier. Ah, jetzt haben wir da oben noch ein bisschen was. Das sieht auf jeden Fall auch aus, als ob das hier irgendwo im Wald ist, wa? Ja. Also eine große Fläche vorm Wald. Aber es scheint noch nicht fertig zu sein. Das heißt, uns scheint noch irgendwo was zu fehlen. Die Musik, die ist auch gruselig irgendwie. Das ist ja das. Ich hoffe, das ist kein Horrorspiel. Ich sehe jetzt hier auch nichts mehr, wo noch was sein könnte. Hier waren hast du die Fallen vorher auch gesehen? Hä? Du hast ja die Fallen vorher auch nicht gesehen. Nö. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Ja, da sah vorhin auf jeden Fall... Oh! Ich wollte gerade sagen, das sah so aus, als ob da was wäre. Mein Gott! Ich sehe das schon kommen, die Zuschauer, die lachen sich wieder kaputt, weil das wahrscheinlich gar kein Horrorspiel ist. Boah, was haben wir denn hier? Die habe ich gar nicht gesehen. Das ist auch mal fast das ganze Bild, wa? Es scheint auf jeden Fall immer noch was zu fehlen. Ja. Anteil, ne? Da hinten scheinen irgendwo Berge zu sein, weil die da hinten... So, da haben wir wieder die Falle. Wo sind denn... Da sind die Bahnschienen. Hier geht's einen Weg lang. Dann geh doch mal den Weg lang. Meinst du? Mhm. Ich denke mal, da kommst du jetzt erstmal nicht wirklich weiter, oder? Doch, hier kommt man... Hier kommt man drüber. Gucken wir erstmal, ob wir hier am Weg noch was finden. Ich muss jetzt unbedingt mal stehen bleiben, einfach mal, um euch diese Grafik-Engine zu zeigen. Das ist die Unreal 3 Engine, ist das, glaube ich. Hm. Die ist auch schon relativ alt, aber so geil habe ich das echt noch nie gesehen. Vor allen Dingen die Büsche, wie die sich bewegen und sowas alles. Das ist schon echt richtig, richtig klasse. Gucken, ob wir da... Ob wir da noch was haben? Kommt bestimmt jetzt wieder eine Falle. Boah. Alter, sieht das geil aus. Ey, das ist der Wahnsinn. Kann man da runterfallen? Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Oh. Aber wie geil das auch so im Hintergrund aussieht mit, mit den Nebelwolken und allem. Mhm. Ja, das ist der Wahnsinn. Und die Sonne. Die Blätter, die was halt ein bisschen schade ist, dass wenn man so weiter weg ist, dass man da nicht mehr wirklich so sieht, dass die Bäume sich bewegen. Ja. Man soll aber auch nicht zu viel erwarten. Also es ist wichtiger, das Detail genau zu sehen, was man in der Nähe hat. Hm. So, da sind wieder die Steine. Da wird es über eine Brücke gehen und da wird es auch noch weitergehen. Dann gehen wir da lang. Ich gucke erstmal bei den Steinen. Warte mal, haben wir hier oben noch was?
Das sieht bald nicht so aus. Das ist übrigens auch ein Spiel, so von der Steuerung her könntest du das auch spielen mit dem Controller. Hm. Weil da musst du echt nur einen Knopf drücken. Und halt die Laufbewegung. Nee, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ja, dann gehen wir den einen Weg da rechts ab. Machen wir. Boah, die Grafik bei Amnesia, ne? Meine Fresse. Da wärst du gestorben, wa? Herzkasper hoch 100, wie sag ich nur. Aha. Ganz schön viele Steine. Was ist das? Achso, eine Wurzel. Mhm. Und da ist nur ein Stein oder irgendwelches Laub. Aber auch hier ist wieder... Das sieht ganz schön dunkel da aus. Ja. Aber ich finde eine Wand, ne? Ja, ich finde es aber gut, dass hier unsichtbare Wände sind. Da kann einem wenigstens nichts passieren. Dass man irgendwo abstürzt, weil ich bin ja so absturzgefährdet. Man denke an Dark Souls. Ja. Einfach mal so stumpf in den Abgrund rennen. Na, diesmal... Ging's. Hast du nur ein bisschen gezuckt? Ja. Dann ist das die letzte Falle, wa? Weiß ich nicht. Ja, sieht so aus. Na, guck. Jo. Alter, liegen da Knochen und Schädel rum. Übersät von Leiche. Was heißt das jetzt für uns? Sind wir jetzt... Ist das jetzt irgendwie eine Vergangenheit oder was? Oder ist hier der Atomkrieg ausgebrochen wie Terminator? Moment, da am Baum liegt jetzt was. Ich denke mal, die haben da, dass da einer Leichen abgeladen hat. Ja, das lag hier gerade noch nicht. Das siehst du vielleicht nur in der Perspektive. Wir lesen mal. Dann können wir hier zoomen. Ich wollte gerade sagen, so klein wie es war, konnte man jetzt aber nicht. Ist eh in Englisch. Ja. Können wir das drehen? Drehen können wir auch. Aha. Da scheint irgendwie eine Straße zu sein, die zu einem brennenden Haus führt, ja. Wo eine 1 an der Haustür steht. 1 oder ein Fragezeichen, könnte auch ein eckiges Fragezeichen sein. Dreh mal um, mal gucken, ob ich da ein bisschen was von verstehe, weil... Ja, warte, wir können das ja lesen mit Y. Ach. Ah, da ist es dann auf Deutsch. Ja, dann lies mal. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach seinem Schatz suchen. Ja, ne? Würden, ne? Und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Das ist aber eine sehr, sehr seltsame Story. Ja, aber das würde diese ganzen Knochen und Schädel da erklären, dass es vielleicht die ganzen toten Dorfbewohner sind. Oder das ist da die Stelle, wo damals das Haus stand. Ja. Akzeptieren. Oder das Dorf. I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Und sich doch noch eine Flasche. Das scheint, hier liegen sogar mehrere Flaschen. Das scheinen irgendwie Saftflaschen zu sein. Mhm. Da könnten wir dann wieder lesen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass hier mal das Haus gestanden hat. Das Haus oder das Dorf? Na, das Dorf kann ich mir nicht vorstellen, an so einem kleinen Platz. Ja, stimmt schon. Auf jeden Fall erklärt das die ganzen... Da liegt auch noch Knochen. Was haben wir denn hier? Zeitungsartikel. One Death House in Hausfeuer. Ein Toter während Hausfeuer. After Health Public... Ja, okay. Wir lesen mal. Scheiß Englisch, ne? Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jurmu.
Bayfield County, Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Ogden Road in Creek Valley ausbrach. Das führte Albert Vandegrift. Das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entflammten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ashland. Der Rettungsdienst von Masonville war am Unfallort in Bereitschaft. Also die Schrift ist teilweise echt scheiße zu lesen, ne? Ja. Es geht noch weiter. Jetzt bist du wieder dran. Ich hab grad eine Weintraube im Mund. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für was? Vandegrift, Erben von Tom Outen. Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift, mein Gott, versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln. Mein Gott, ey, ich kann heute wieder lesen. Das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde. Als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. Ey, hätten die nicht einfachere Namen nehmen können? James Vandegrift, 38, aus Chicago, behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben. Wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer, bei dem das Vandegrift-Anwesen vor kurzem beschädigt wurde, so sagte er, hat die Bedenken seiner Familie noch weiter hervorgehoben. Seit 1967 lebte die Familie Carter auf dem früheren Vandegrift-Anwesen als Hausverwalter. Aha. Ich hasse solche Namen. Das sind wirklich fürchterliche Texte, ne? Ich hasse das auch. Wenn ich Terra und sowas aufnehme und so, wenn ich da so Namen lesen muss, das ist schlimmer, geht's nicht. Ja, da haben wir ein paar Infos bekommen. Über die Familie Vandegrift. Mal gucken, ob das hier noch in dem Laufe des Spiels noch weitergeführt wird. Also die Familie Carter hat in dem Vandegrift-Haus gelebt, was abgebrannt ist. Echt? Das hätte ich jetzt schon wieder vergessen. Mit meinem Sieb als Hirn. Wo der Vater sagt, er ist wahrscheinlich mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Ah, okay. Ist, glaube ich, nur die Frau umgekommen. Der Rest ist entkommen. Im Moment, der Vater? War das nicht der Opa? Oder Opa? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ihr merkt schon, ich bin voll drin im Spiel. Dafür, dass du ja sonst immer so viel merken kannst, ne? Ja, das, bei solchen Texten habe ich immer Schwierigkeiten. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir da auf jeden Fall schon mal Infos gekriegt und dann sind wir jetzt eigentlich auf dem Rückweg zur Brücke. Ja. Man kann übrigens in dem Spiel auch rennen, aber das finde ich bei so einem Spiel einfach nicht so schön mit dem Rennen. Ich glaube, bei der Brücke möchte ich auch nicht drüber rennen. Ja, das Problem ist einfach, ich möchte halt die Grafik genießen und deswegen renne ich nicht. Ach so. Zum Beispiel solche schönen Ausblicke. Und ich würde sogar sagen, liebe Freunde, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Wow, da pfeift der Wind aber ganz schön. Ja. Das ist aber auch nur unter der Brücke, ne? Mhm. Ja gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, an dieser Stelle, bevor wir hier weiter... Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life.
No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Ah, er will also mit diesem Fall seine Karriere als Detektiv abschließen. Gut, aber bevor hier unser Hauptprotagonist mich unterbrochen hat, wollte ich sagen, wir werden an dieser Stelle einen kurzen Cut machen und ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Ja, ihr hört richtig, das ist ein 2-Tages-Projekt, denn ich muss ein bisschen aufpassen, da im Laufe dieses Monats, beziehungsweise im Laufe nächsten Monats noch 2 weitere Bombenprojekte kommen, muss ich einfach ein Projekt alle 2 Tage machen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und freut euch genauso wie wir auf den 2. Teil dieses Let's Plays. Jo. Wir wünschen uns euch auf jeden Fall bis dahin alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao.